Hallöchen hier zurück bei City Skylines. Ich wollte gerade sagen, der Einwohnerzuwachs ist gar nicht mal so groß. Allerdings, der schwankt gerade mal enorm. Ne, deswegen, ich will mal gucken, dass ich möglichst bald hier auf die 80.000 komme. Es sieht ganz gut aus, dass wir hier die Monumente bauen können oder uns um die Monumente mal kümmern können. Im Moment haben sie eine tierische Nachfrage nach Büro und auch ein bisschen nach Wohnen. Von daher, ich würde mal hier das ein bisschen weitermachen. Das hier können wir später noch machen. Durch die Bahnlinie ist es gerade mal so ein bisschen schwierig hier. Da wäre das halt sehr auseinandergepflückt. Hier hinten die Kreuzung, dieses Ding. Da habt ihr schon ganz recht. Das klappt noch nicht so komplett. Ich hätte es einfach gerade verbunden lassen haben sollen. Weil, wenn sie jetzt zum Beispiel von hier kommen und auf die Autobahn wollen, müssen sie halt hier komplett einmal außen rum und dann darunter. Das ist ein bisschen ungünstig, deswegen. Das hier würde ich wieder gerade ziehen und könnte sich einfach hinfahren und darüber und dann ist das alles gegessen. Sieht zwar so ganz cool aus, allerdings funktioniert es dann doch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. So. Ne, habe ich so dann später festgestellt. Deswegen jetzt halt wieder so quasi als tatsächlicher Kreisel, der auch funktioniert. Als eckiger Kreisel eben, ne? So. Hier sieht es ganz gut aus. Hier kriegen sie, glaube ich, alles hin. Da können sie im Zweifelsfall auch hier rüberfahren. Was sie stellenweise auch machen, also falls die hier auf die Autobahn wollen, in die Richtung, dann fahren sie hier tatsächlich rüber und darunter. Ist ganz cool. Man hätte das auch anders machen können hier. Aber ist egal. Ich wollte das mal ein bisschen schöner haben hier, ein bisschen was anderes. So. Okay, die haben gerade mal, na gut, klar, dass die irgendwie wenig Nachfrage nach Gewerbe haben, weil wir denen einfach mal tonnenweise Gewerbemöglichkeiten hingeworfen haben. Ich meine, letztendlich, man kann theoretisch von Anfang an die ganze Stadt planen. Man kann letztendlich das ganze Gebiet hier voller Straßen ziehen und dann irgendwann auch da die ganzen Gebiete hinwerfen, weil die kosten ja nichts, ne? Laufende Gebiete oder Gebiete anbieten, bringt es kostet ja nichts. Das kann man ruhig machen. Und dann hätte man quasi nie Nachfrage und immer maximalen Zuwachs. Allerdings, naja, dann ist man halt irgendwie 3 Stunden dabei, nur so eine komplette Stadt mit Straßen zu belegen. Und das ist irgendwie auch nicht so sonderlich spannend. So. Was machen wir da am besten? Ich überlege gerade, ob ich die Stromleitung von hier vielleicht mal anders hinlegen kann. Ob wir den Strom von der anderen Seite hier kriegen. Was theoretisch auch funktioniert. Weil dann könnte ich das Zeug da wegreißen und hier schönere Gegenden bauen. Aber vielleicht geht es auch so, wenn ich das hier, sag ich mal... wie mache ich das hier? Ja, ja. Ich weiß noch nicht so ganz. Das wäre natürlich nett hier. Machen wir es mal so. Und hier dann meinetwegen auch so ein bisschen abfahren hier. Das sieht ein bisschen sehr komisch aus. Aber das ist normal. Könnte ich auch von hier aus sagen, ja komm, dann fahren wir hier halt auch nochmal durch. Das wird dann halt ein bisschen spezieller hier unten. Machen wir es mal so. Machen wir es hier fast ein bisschen rund. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Sollten nicht unbedingt ein Kreisel werden hier. Warum eigentlich nicht? Ja, weil es wahrscheinlich nervig wäre. Und mittelgut funktionieren würde. Kann man das hier machen, dass man hier dann plötzlich das wieder anbindet? Ist zwar einigermaßen seltsam, aber dafür bin ich ja da, ne? Das wissen wir mittlerweile schon. So. Sieht echt komisch aus. Naja, naja. Das muss so. Ach, guck mal, könnte man sogar von hier sagen, komm. Ab mit dem ganzen Quatsch. Hier rüber. Guck mal. Läuft. Eine schöne Brücke wäre noch mal ganz nett. Eine, die gerade ist. Das heißt, das Toolchen hier. Ah. So. Und, weil hier kommen die letzten paar Meter auch noch mal so da ranwerfen gerade. Hier ist sogar ein bisschen hochgelegt. Das sieht dann schon mal auch ganz nett aus. Ist eigentlich vollkommen Schnuppe. Aber was soll's. So. Halt noch mehr Brücken hier. Sind mittlerweile hier hinten echt eine ganze Menge geworden, ne? Sei das jetzt hier Schienenstrecke oder Strom da meinetwegen auch. Oder Autobahn. Oder normale Straße. Hier ist halt mal überhaupt nichts. Hier könnte man auch noch sagen, hier zwischen einfach mal rüber den ganzen Quatsch. Nachher verstopft das hier nur die ganzen Straßen. Das wäre so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Wobei wir das echt machen könnten. Überlege ich mir gerade mal. Das hier kann meinetwegen weg. Und zwar machen wir eine größere Straße hin. Von hier? Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Oder? Nee. Muss ich da hoch? Nee. Cool. Das ist ja nett. Wenn sie hier rüberfahren wollen.
Ja, kriegen wir sogar zwei von den Bögen hin. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Aber es geht bestimmt. Ich lasse die dann sogar hier oben. Ups. Ja. Ja. Guck mal an, schon wird ein Schuh draus. Flops. Das ist immer der Knaller hier. Das ist zwar sehr verbrückt jetzt, aber das ist, glaube ich, die erste sinnvolle Straße, die wir hier rüberziehen, neben den Autobahnen. Ist das hübsch? Krass. Ja. Das hilft allerdings noch nicht so ganz komplett hier bei der ganzen, bei dem ganzen Krempel hier drin. Das ist halt die Frage, ne? Wo ziehe ich hier noch die weiteren Straßen ab? Hier drin einfach? Das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir das auch gerade machen, vielleicht sogar. Ja, komm. Machen wir es so. Ist nicht schön, aber selten. Machen wir hier auch noch eine Verbindung hin. Und dann kann man hier auch noch einmal komplett durchlegen. Und dann war es das vielleicht an diesen Stellen hier vorne mit fancy Kreuzungskram. Es sieht sehr seltsam aus. Es sieht wirklich seltsam aus. Man könnte auch mal irgendwelche schönen Schriftzüge machen und solche Sachen. Ne, schön irgendwelche Kursivschrift hier reinwerfen, irgendwelche schönen Schnörkel-Messages für irgendwen, die Einwohner, weil die das so wahnsinnig gut lesen können. Also falls sie mal mit dem Flugzeug unterwegs sein sollten, dann sehen die plötzlich, dein Hosenstall ist offen. Das steht dann da auf dem Acker. Ne, kennt man ja. Kornfelder und so. Kornfelder hat nichts mit Alkohol zu tun, muss man dazu sagen. So. Das passt. Alles unterwässert hier. Und dann würde ich sagen, hier, das wollen sie ja, da wollen sie ja Unmengen von haben, ne? Ganzen Büroquatsch hier. Ich weiß gar nicht, warum die da wirklich so eine Menge von haben wollen. Ob da Einwohner, ob da Arbeiter von außerhalb kommen oder wie das alles läuft. Oder ob da einfach sich in den Wohngebieten das alles so dermaßen auftürmt. Mit den ganzen Leuten, die da wohnen, dass das wirklich so eine Menge an, an Menschen sind, die da dann letztendlich wohnen. Und dass da plötzlich dann so viele Leute Arbeit brauchen. Und wahrscheinlich sind die Büros deutlich, deutlich undichter gemacht, also von der Arbeitsdichte her. Also von der, ne, hier, Büronutzung, Krams, ihr wisst schon, Zeug. Das habe ich spitzmäßig ausgedrückt. Auf jeden Fall so, dass die da entsprechend weniger Arbeiter pro Haus haben als andersrum. Oder so. Was auch immer ich damit sagen möchte. So, da fehlt es an Strom. Ironischerweise direkt neben der Stromleitung. Ist schön. So, Flops. Ja, der Park. Warum will der Park den Strom haben? Dieses Haus, ne? Dieses Park. Der hat auch Strom. Aha. Spannend. Ich spule mal ein bisschen vor. Eigentlich sollten wir so innerhalb der nächsten 2-3 Minuten hier, das erreicht haben. Oder innerhalb der nächsten Sekunden sogar. Wenn nicht komplett die Bilanz sich auf den Kopf stellt. Das wäre ein bisschen blöd. Aber es wäre auch nicht unbedingt zu erwarten. Diese harte Kante sieht immer noch ein bisschen seltsam aus. Also man könnte sagen, hier in der Mitte macht man mal so einen richtig hohen Stadtkern. Oder hier meinetwegen auch, dass man das hier die Häuser ein bisschen höher bauen lässt. Und am Rand ist das dann eher ein bisschen dünner besiedelt. Das wäre halt realistisch und irgendwie hübscher. Allerdings, naja, wer macht das denn schon so? Das ist ja Quatsch. So, kein Platz mehr, Friedhof. Aha, aha. Das ist schlecht. Vielleicht können wir da... Die Verbrennung? Ich meine, die Verbrennung ist super. Da ist alles passend. Ich weiß halt nicht, ob die Leute tatsächlich so einen sentimentalen Anspruch haben, dass die da unbedingt einen Friedhof haben wollen, damit nicht alles immer verbrannt werden muss. Kann ja sein, ne? Oder wie das läuft. Hier, guck mal, Passagiere. Letzte Woche, okay, im Stand 0, jetzt 14. Auch das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß nicht immer, was da los ist. Aber es erscheint mir nicht so knülle viel, als dass da alles so wirklich ganz toll benutzt wird. Und, oha, Megalopolis. Klingt ein bisschen wie eine Krankheit. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 80.000. Noch ein Feld haben wir, das heißt, ich glaube, wir haben alle voll. Ja, doch, alle Felder voll. Und Monumente, also wir könnten theoretisch hier uns noch 3 weitere an den Kopf werfen. Das wäre ganz cool. Ich weiß nur noch nicht wo. Vielleicht hier unten die 3 wäre halt eine Möglichkeit, ne? Dass man hier zwischen dann die Autobahn nochmal rüberführen kann. Dass man hier die Stadt noch erweitert. Von den Rohstoffen her weiß ich gar nicht. Wäre hier so ein bisschen Eisen. Hier wäre halt cool wegen Ölkrams. Hier ist richtig viel Öl. Vielleicht machen wir auch das hier. Und die beiden meinetwegen, das wäre vielleicht noch sinnvoller. Weil das Gebiet hier, das ist, ja,
Das gehört der, da gehört kaum noch was zu dem Zipfel hier. Können wir auch machen, ne? Hier das hier und die beiden. Ja, ist halt die Frage, ne? Mit dem Öl, ob das dann als, ob die Arbeiterschichten denn auch vorhanden wären, die denn da arbeiten würden, weil da irgendwie tolle Industrie hinklatschen und dann sind wenig ungebildete Arbeiter da und dann haben die da überqualifiziertes Personal und dann sind sie unglücklich. Das ist jetzt auch nicht so der Knaller. So. Was haben wir denn hier? Kernfusionskraftwerk. Warte mal, wie können wir das besser machen hier? In der Übersicht um Monumente. Also bevor wir uns das hier durchlesen, die letzten beiden Folgen Cities Skylines, glaube ich, das waren die letzten beiden Folgen, sind leider nur auf YouTube in 360p vorhanden. Ich hoffe mal, dass diese Folge hier es wieder schafft, etwas höher von YouTube verarbeitet zu werden. Ich habe das Ganze mindestens 12 Stunden beides mal vorher hochgeladen und YouTube hat da im Moment halt Probleme mit der Verarbeitung, habt ihr ja schon mitbekommen, habe ich ja auch schon letzte Folge gesagt. Falls das bei 360p immer bleiben wird, ich hoffe nicht, dass das sein wird. Also die Folgen, die in 360p sind, die letzten beiden, die werde ich wahrscheinlich nicht nochmal hochladen, weil das wäre Quatsch, weil die haben irgendwie schon ein paar tausend Leute angesehen. Da wäre es Quatsch, das nochmal hochzuladen. Na, also für die meisten scheint es ja auch so funktioniert zu haben. Letztendlich, ich denke mal, für viele wird es auch halbwegs im Hintergrund so als Podcast laufen, das Ganze hier. Ich weiß nicht, wie bewusst ihr immer wirklich mit Bild und allem drum und dran jetzt hier zuschaut oder ob das eher so nebenher Berieselung ist. Von daher, auch wenn das nicht in HD verfügbar ist, ich werde es nicht extra nochmal hochladen. Aber ich wollte gucken, ob vielleicht, also ich frage mich halt, warum das genau bei Cities Skylines passiert. Ne? Warum das jetzt wirklich da der Fall ist. Es kann daran liegen, dass das die längsten Folgen sind, die ich mache. Also die letzten Folgen waren wirklich alle über eine halbe Stunde lang. Deswegen will ich mal heute gucken, dass die nicht über eine halbe Stunde kommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, dass ich jetzt mal sage, hier komm, 20, 25 Minuten, das sollte reichen. Ne, so als Test, also nicht, dass ihr euch wundert, na, die Folge ist plötzlich so kurz geworden. Ja, nee, passt schon. Na, um es mal erklärt zu haben. So, was haben wir denn? Eden-Projekt. Bei dem Eden-Projekt handelt es sich um einen riesigen Treibhaus. Um einen riesigen Treibhaus? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Richtiges Deutsch. Das sich perfekt zum Anbau exotischer Früchte und Pflanzen eignet. Das führt zu einer enormen Erhöhung des Stadtprofils und zu einer Wertsteigerung der Grundstücke auf dem Stadtgebiet. Ja, was heißt ein Stadtgebiet in dem Fall? Das ganze Ding hier oder welches? Oder der Quadrant? Weltraumlift. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich den Weltraumlift anzusehen. Dies bedeutet einen riesigen Zustrom an Touristen, die während ihres Besuchs auch gerne Geld ausgeben. Das ist schön. Hier haben wir fast alles. Hier fehlt noch ein Stadion. Also das ist, Weltraumlift heißt wirklich Touristenkrams. Wir haben schon Expo Center, wir haben ein Einkaufszentrum, wir haben ein Opernhaus, wir haben einen Transportturm und wir haben eine Statue des Wohlstands. Das wäre quasi das Erste, was wir hier erreichen können. Also ich kann einfach irgendwo ein Stadion hinklatschen auf die Schnelle und dann passt das. Der Hadron Collider ist ein Ort der Wissenschaft. In der Einrichtung werden verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt und die Fortbildungskurse für Bürger angeboten. Eine Stadt mit Hadron Collider muss sich keine Sorgen mehr um mangelnde Bildung sorgen. Die Übersetzungen sind nicht so wirklich toll, da diese Einrichtung alle Bürger damit versorgt. Sorgen, 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 versorgt. Nach, hier, Kernfusionskraftwerk, ui, naja, nicht so geil. Ja, weiß ich nicht. Wäre ich nicht unbedingt so der Fan von. Nach dem Bau des Kernfusionskraftwerks ist die Macht der Sterne für sie in Griffweite und die Energieprobleme der Vergangenheit haben sich erledigt. Die Kernfusion bietet riesige Mengen sauberen Stroms, ohne radioaktive Niederschläge oder andere Umweltverschmutzung befürchten zu müssen. Wobei, das klingt ziemlich cool, ne? Kernfusion klingt nur nicht unbedingt böse. Klingt nur nicht unbedingt schön. Klingt halt auch so ein bisschen nach Atomkraftwerk. Medizinisches Zentrum, ui. Das medizinische Zentrum ist eine Forschungseinrichtung, die an Heilungen für Krankheiten und anderen Gebrechen arbeitet. Es ist so riesig und effizient, dass es sich mit Leichtigkeit um sämtliche Gesundheitsbedürfnisse ihrer Bürger kümmern kann. Das ist aber... Kann man da bitte mehrere von bauen, von den Teilen hier? Das wäre mal total toll. Eden-Projekt wäre natürlich... Das wäre schon cool. Vor allem hier für die ganzen Bürogebäude. Dann haben die nochmal eine Wertsteigerung. Ich meine, da sind wir aber einen Ticken von entfernt. Weltraumlift. Ich
Denk mal, wir knallen da mal ein Stadion hin. Falls wir tatsächlich nur ein Monument bauen können, was albern wäre. Und das würde dann auch... Bauen sie... Achso, man kann immer nur einen jeweils von den Sachen bauen wahrscheinlich. Das wäre albern, wenn man tatsächlich nur eins von den Sachen bauen würde, weil dann könnte man... Da müsste man sich halt entscheiden, ne? Die Dinge haben alle irgendwelche Vorzüge. Und ich will halt alles bauen, ne? Mal so gesehen. Dekoration ist es nicht. Ja. Stadion. Wo bist du? Davon. Davon gelaufen. Fonfon. Wo machen wir das hin? Im Prinzip ist alles einigermaßen gut verteilt. Hier oben fehlt halt noch irgendwas Schönes. Irgendein Knaller. Sind das alles Wohngebäude hier? Nö. Hier wird ein bisschen gewohnt. Machen wir hier ein Stadion hin. Hier haben wir eine Autobahnabfahrt, die läuft. Da so, ne? Stadion. Das sollte passen, auch vom Knick hier. Machen wir es mal so. Hat zwar Lärmbelastung, aber meine Güte, die Leute wohnen doch gerne irgendwo in Stadionnähe. Ich glaube schon. Da werden sie sich freuen. Hooray, guck mal, ein Stadion. Schön. Interessantes Ding. Hübsch eigentlich. Oh, guck mal, da kann man sogar reinschauen. Das ist natürlich Deluxe. Das spielt gar niemand. Und vor allem das Fußballfeld ist ungefähr... Moment. Maßstab bitte. Ich habe leider keine Banane da als Maßstab. Hier, das hier, überlegen wir uns mal, das ist ungefähr, das ganze Fußballfeld ist ungefähr 4 Krankenwagen lang. Oder 5 kleine PKWs. Auf so einem Feld kann auch ich spielen, da reicht meine Ausdauer auch für aus. So, wahrscheinlich Hallenfußball, deswegen ist da auch ein Dach drüber. Und wir können einen Wild Realm Lift bauen. Lärmbelastung 100, meine Güte, und Kosten... 1,5 Millionen. Okay, haben wir. Ist kein Problem. Und halt pro Woche 16.000. Meine Herren, wahrscheinlich ist das so ein bisschen Limitierung, was man hier nun wirklich alles bauen kann und was nicht. Das ist auch das teuerste hier von allen. Meine Güte, was ist das denn? Der rote Kreisel ist die Lärmbelastung. Also falls man da in der Nähe wohnt, dann eine gute Nacht. Also nicht gute Nacht, da kann man nicht mehr schlafen. Aber an sich wäre das halt quasi... Naja, da ist halt Krach. Nennen wir es mal so. Die Frage ist ein bisschen, wohin mit dem Ding? Irgendwo, wo man gut als Touri rankommt, glaube ich. Soll ich das mal in die Nähe hier von unserer wunderhübschen Straßenbrezel bauen, die niemand mehr benutzt, muss ich sagen. Das ist eine Sauerei. Können wir das Ding hier vorne mal ranwerfen oder so? Das wäre doch einigermaßen zentral. Ich glaube, das wäre tatsächlich kein so schlechter Ort. Oder? Kommt man da gut hin? Lieber hier irgendwo. Au. Okay. Das wäre doch cool. Moment. Wobei die Präsentation davon ist ja nicht wirklich toll. Da wäre es im Prinzip schön, wenn hier außenrum halt eine Weile lang nichts wäre. Also ein bisschen was nix. Man könnte zum Beispiel den Bereich hier vorne mal wegwerfen. Ja. Ich weiß, es ist gemein jetzt. Aber es sieht dann besser aus. So, komme ich da hin? Japs. Bomb. Freut die Leute das? Oha, so viel Freude. Freude? Okay, die reicht nicht überall. Ich bin beleidigt. Freude. Das sieht jetzt okay. Na, sieht jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär aus. Ein paar Einwohner hauen ab. Das liegt daran, weil wir die Gebäude weggerissen haben. Es geht gut aufs Geld, muss man sagen, bisher. Ich hoffe, das reguliert sich dadurch, dass hier Leute kommen. Bediente Passagiere letzte Woche. Schön. Wobei Tourismus ist halt tatsächlich nicht unbedingt das, was in dieser Stadt jetzt unbedingt große Knaller wäre. Also das, was aktuell hier wahnsinnig angesagt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Weltraumlift funktioniert. Das ist mir noch ein Rätsel. Ach, und gucke mal hier, was da jetzt für ein Zuwachs ist. Meine Herren. Wobei, na, es ist okay. Es regelt sich recht schnell. Aber das Geld geht wieder in die Positiven. Das ist schön. Oh doch. Oh doch, das ist gut. Ja. Das Ding ist, auch wenn das Ding halt hohe Kosten hat, man hat ja gesehen, oder steht dabei von wegen, sie werden wieder viele Einnahmen haben, da kann ich mit leben. Ne? Also das finanziert sich dann nicht unbedingt komplett für sich selber, aber zumindest von der Tendenz her ist es schon mal ganz cool, wie das dann so läuft. So, das ist okay hier, das passt. Ich kann auch mal hier, weil ich das gerade eben gesehen habe, das hier, ich muss das mal ersetzen durch ordentliche Gebiete, glaube ich, hier. Ich weiß nicht, was ordentlich jetzt genau heißt.
aber höher bedichtet halt, ne? Höher abgedichtete Türversiegelung, damit sie da extra schön wohnen können vielleicht. So, tut mir zwar leid für die Leute, die da wohnen. Allerdings, naja, da ich da halt niemanden persönlich kenne, kann mir es halt vollkommen murks sein. So. Dafür kommt hier alles Gewerbe hin, weil es so schön ist. Ja, direkt gegenüber vom Friedhof. So als Anreiz, sag ich mal, für die Leute da. Dann machen wir hier ein bisschen Büro hin. Ist das schön. Schön ist das. Und dann hier drinnen dicke Pampe an Wohnhaus. Einfach mal dahin, weil hier ein Park ist. Beziehungsweise, naja, der Stadtteil heißt so. Hier ist eigentlich kein Park. Achso, was ich noch machen will, hier den ganzen Quatsch ersetzen vielleicht. Ja, na, hier ist egal. Da freut dich das nicht. Da ist denen das vollkommen schnuppe. Ach, hier habe ich schon alles ersetzt. Okay. Aha. Plops, machen wir es hier auch. So, da schön hier die ganzen bebäumten Straßen. Da freuen sie sich ja, da fahren sie voll drauf ab. Das ist nicht nur cool, sondern auch sogar ganz praktisch. Und die Stromleitung hier drin kann nun wirklich mal weg. Die stört ein bisschen. Die limitiert die Häuser, die hier vorhanden sind. In ihrer Ausübungsform. So. Passiert was Schlimmes? Da ist keine Verbindung. Ja, das ist egal. Das hier hinten ist ja... Da ist Strom. Okay. Das geht. So, wunderbar. 82.000 Einwohner. Wir haben 11.000 plus. Also irgendwie scheint das Ding dann doch was zu bringen. Der Lift hier. Das ist schön. 219 Besuche hier, bediente Passagiere. Kann man da irgendwas aktiv sehen, wie das Ding funktioniert? Nee, ne? Und eigentlich ist es echt viel zu sehr eingebaut hier. Das muss irgendwie, da muss ein großer Kreisel drum sein. Im Prinzip wäre es cool gewesen, das hier reinzubauen, aber das geht leider nicht ganz so gut. Weil da immer entsprechend eine Zufahrtsstraße sein muss. Aber das sieht echt... das gefällt mir dann nicht so ganz. Vielleicht können wir hier außenrum die Sachen mal wegreißen oder so. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht so das Verkehrschaos, was hier entsteht. Das ist schon mal gut. Und ich denke mal, wir können uns dann auch um die anderen Sachen kümmern hier. Das wäre zumindest mein Bedürfnis oder mein Wunsch, wenn man das so will. Hier Monumente. Edenpark wäre halt toll, ne? Wegen Bodenrichtwert und so. Was brauchen wir da? Bauen Sie Geschäftspark? Habe ich noch nicht. Bauen Sie Kathedrale des Wohlstands? Habe ich noch nicht. Servicebürogebäude. Bauen Sie Services-Bürogebäude? Habe ich auch noch nicht. Also es gibt einige Sachen, die ich noch überhaupt nicht habe. Da kann man aber auch sehen, glaube ich. Genau, das hier wäre Kathedrale des Wohlstands. Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude. 23 von 30? Habe ich? Hä? Welche habe ich denn noch nicht? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schön, dass man hier sehen kann, wie die freigeschaltet werden. Servicing Services bietet vielfältige Dienstleistungen an. Dieses Gebäude ist die Hauptquartieranforderung für den Bau des Ehrenprojekts. Bauen Sie 300 städtische Dienstleistungsgebäude. Ja. Was denn jetzt hier genau? Ha? Dienstleistungsrahmen, toll. Na gut, wahrscheinlich sowas wie hier die ganzen Dingenskram und ich weiß es gar nicht. Haben wir hier schon alles halbwegs? Das haben wir. Was sind denn alles Dienstleistungen hier? Sowas hier auch, oder was? Hier alles. Das hier auch alles sind das Dienstleistungen? Eigentlich nicht, ne? Gefühlt. Ich weiß es nicht genau. Wie dem auch sei, ich mache mal Schluss für heute, damit die Folge nicht über eine halbe Stunde geht. Ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Mal hier noch ein bisschen weiter um. Ich weiß noch nicht genau, was hier passieren wird. Wir haben gut Geld wieder, obwohl das eigentlich zwischendurch echt durch den Bau hier ein bisschen murksig aussah. Aber es finanziert sich echt von alleine mittlerweile. Ist cool. Und ich würde mal sagen, wir erweitern vielleicht dann nochmal das Gebiet, ne, in irgendeine Richtung. Wahrscheinlich hier unten die beiden Felder und hier oben eins. Oder aber hier alle drei, das muss ich nochmal schauen. Hier wäre noch sehr viel Bauplatz, das wäre eigentlich ganz cool. Hier wäre halt Öl. Aber Bauplatz. Und hier Autobahn durch, brumm brumm. Ich glaube, ich nehme die drei hier unten. Beim nächsten Mal vielleicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu.